Omar Marmoush wechselt nun endlich an den Main. Wie seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt aussieht und was für ein krasses Schnäppchen die SGE wirklich gemacht hat, das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß! Vor ein paar Wochen kam das erste Mal das Gerücht über einen Wechsel von Omar Marmoush zu Eintracht Frankfurt auf. Und jetzt ist der Deal endlich durch. Die Sport 1 berichtete, dass Markus Krösche schon monatelang an diesem Deal gearbeitet haben soll und das führte letztendlich zu dem Vertragsabschluss. Doch wer ist Omar Marmoush überhaupt? Marmoush spielt diese Saison noch bei Wolfsburg. Er ist 24 Jahre alt und spielt auf der Stürmerposition. Seine Stärken sind sein Tempo, seine Dribbelstärke und seine Wendigkeit. Doch Marmoush ist kein Knipser. Außerdem ist er der Spieler der Bundesliga mit den meisten Ballverlusten. Doch erst letzte Woche spielte er gegen die Eintracht, wo er übrigens eine sehr starke Leistung gezeigt hat und erzielte dort sein 4. Saisontor. Vom Prinzip her hat er einen ähnlichen Spielstil wie Jesper Lindström. Der Transfer von Marmoush zur SGE soll auch ein Wunsch von Oliver Glasner gewesen sein, denn Marmoush feierte 2020 sein Bundesliga-Debüt bei Wolfsburg unter eben Chefcoach Oliver Glasner. Der VfL soll sich auch mächtig ins Zeug gelegt haben, um eine Verlängerung zu erzielen. Doch das hat nicht funktioniert. Erstens fand Marmoush Eintracht Frankfurt wohl einfach sportlich attraktiver und auch sein vergeblich zukünftiges Gehalt bei Wolfsburg war einfach zu wenig für ihn. Und damit kommen wir nun auch zum Finanziellen. Die Eintracht kann sich die Ablöse bei Marmoush wegen dem auslaufenden Vertrag von ihm sparen. Dennoch wird der Wechsel sicher nicht besonders günstig für die SGE. Immerhin musste sich die Eintracht gegen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen durchsetzen. Das Gehalt ist momentan noch nicht bekannt, aber es dürfte auf jeden Fall einen satten Bonus für Marmoush geben. Doch wie sieht die Zukunft von Marmoush bei der SGE aus? Kann man ihn für die Startelf fest einplanen? Schwer zu sagen, aber ich würde sagen, ja. Da Jesper Lindström wohl vor einem Transfer in die Premier League steht, mehr dazu übrigens oben in der Infobox, könnte Marmoush ein vorgezogener Ersatz für ihn sein. Außerdem stehen ja auch Lucas Alario und Daichi Kamada kurz vor einem Abgang. Es wird im Sommer auf jeden Fall einen Umbruch geben. Um die neuesten News davon nicht zu verpassen, abonniere doch gerne meinen Kanal. Ein weiterer Neuzugang für die Offensive könnte Houssem Aouar werden. Darum geht es hier rechts. Ciao.